Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Forspoken. Dienstag, Folge 9, wenn mich nicht alles täuscht. So, gestern hatten wir einen Riesenhirsch. Ja, hat aber auch meine Zeit gefressen. Warte mal, da ist was. Okay, hier kann ich bloß einsammeln, das ist gut. Meine. Hör nur, wie der Wind rauscht. Welcher Wind? Du hast wohl Stau in den Ohren. So, das ist auch noch meine. Dort hinten laufen sie wieder. Machen wir sie noch weg. Die stören mich, dann machen wir sie weg. Das sind Menschen, das müsst ihr mal überlegen. Triffst du oder triffst du heute nicht mehr? Nun tu doch was! Müssen die Biester schon früher aufstehen? Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. Was ist denn das dort? Das Lila, ne? Ich weiß nicht. Oh, guck, hier ist noch eine Kiste. Eine Kiste. Eintrank. Wollo. So, und jetzt gehen wir da rein. In die Gilde. Tja, hier sind wir wohl richtig. Ganz schön runtergekommen hier. Nun, hier draußen wirst du bestimmt nicht fündig werden. Ich weiß, ich weiß. Großartig. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, oder wie war das? Wie sieht's aus? Kann ich nicht mal mitnehmen, okay? Ja, geil. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen. Wie soll ich die Notizen hier finden? Sie werden an einem sicheren Ort sein. Es handelt sich schließlich um seine letzten großen Werke. Wollen wir uns dann hinaufbegeben? Wie viele Stockwerke es wohl gibt? Genug, würde ich sagen. Der Bruch hat's wohl noch nicht hierher geschafft. Ob die Notizen hier sind? Vielleicht sollten wir uns umsehen. Hey, Ralf. Kannst du lesen, was da steht? Wieso kannst du die Schrift nicht lesen, obwohl du die Sprache verstehst? Weiß nicht. Du bist Mr. Sprachen verschiedener Dimensionen, sind sich so ähnlich. Ich werde dir wohl Nachhilfe geben müssen, wie? Wie schön. So. Hochsplitter. Diese geheimnisvollen Kristalle finden sich häufig in Gebieten, in denen der Bruch besonders stark ist. Sie können bei Kontakt zu Gedächtnisverlust und kognitiver Beeinträchtigung führen und sind für jeden Durchschnittsbürger eine große Gefahr. Sie bergen jedoch auch große magische Kraft, von der manche glauben, dass sie mit den Tandas selbst in Verbindung steht. Leider hat bisher keine Gilde der Kognoszenten genug Splitter sammeln können, um diese Theorie nachzugehen. Achso, ja, Ja. In diesem Buch steht etwas Interessantes. Nach dem Bruch wurden offenbar mysteriöse Splitter gefunden. Bruchsplitter? Könnte man sagen. Das sind erstmal Kisten. Die kann ich nicht aufmachen. Was ist denn das für ein Scheiß?
Nägel der Tantas. Zu den mysteriösesten Formen der Magie, die von den Tantas praktiziert wurden, gehörten die Schutzzauber, für die sie ihre Fingernägel mit ihrem eigenen Blut bemalten. Im Laufe der Jahre wurden die Muster und Symbole, die sie dabei verwendeten, von den Bewohnern Aetheas mit den außerordentlichen Effekten dieser Zauber assoziiert, weshalb viele von ihnen Glücksbringer und Talismane gegen das Böse damit versahen. Natürlich blieben diese bloßen Nachahmungen ohne das heilige Blut der Tantas wirkungslose Kritzeleien. Faszinierend. Was denn? Die Tantas bemalten ihre Fingernägel mit einzigartigen Mustern in ihrem eigenen Blut, Moment. Um bestimmte besondere Kräfte nutzen zu können. Und je nachdem, welche Motive sie malten, veränderten sich diese Kräfte. Okay. Das ist gut zu wissen, glaube ich. Oh, das ist aber spannend. Zwischen diesen beiden Büchern gibt es eine verblüffende Verbindung. Die wäre... Deine Bruchsplitter sind angeblich mit dem Blut der Tantas getränkt. Vielleicht könntest du sie benutzen, um dieselben Kräfte zu erlangen. Echt jetzt? Eklat. Dieses Nägeldesign soll die Produktivität fördern, erhöht den Schaden, der bei voller Schubmagie durch Unterstützungsmagie bewirkt wird. Hey. Strahlkraft. Dieses Nägeldesign soll Kräfte aus dem Inneren hervorrufen, erhöht die Geschwindigkeit, mit der Angriffsmagie aufgeladen werden kann. Nägel. Frey kann ihre Nägel mit bestimmten Mustern, Farben und Symbolen versehen, um ihre Fertigkeiten zu verbessern und ihre Zauberkraft zu verstärken. Allerdings benötigt sie Bruchsplitter dazu. Diese werden oft von besiegten Gegnern fallen gelassen. Um deine Nägel zu bemalen, benötigst du Bruchsplitter. Versuche, welche zu finden. Okay. Ach, jetzt kann ich in die Kisten. Das sind jetzt bestimmt alles klar. Das war ja klar. So. So. Verwende Bruchsplitter, um Freys Nägel mit Farbensymbole und Muster zu verziehen, die ihre Fähigkeiten verbessern. Okay. Okay. Du kannst neue Designs finden, indem du die Welt erkundest. Ich mache mir sonst nie die Nägel. Aber in dem Fall könnte ich es ja mal versuchen. Ich fürchte, die Notizen, die wir suchen, sind wohl doch nicht hier. War ein Versuch wert. Machen wir einfach oben weiter. Ich glaube, es wird heller. Ist das ein Notizbuch? Es ist rot. Sie hatte was von rot gesagt. Das hier ist auch nicht, wonach wir suchen. Oh. Wow! Was zum Geier ist das? Unter der Verkleidung scheint ein Mensch zu stecken. Danke, Sherlock. Wir müssen wissen, wer er ist. Tja, ich schätze, da bleibt nur eins. Okay, Mr. Axtmörder. Ich komme jetzt zu dir und nehme dir die Maske ab. Bleibst du cool oder eher nicht? Okay, eher nicht. Schon klar, schon klar. Also, du darfst in meinem Grasgefängnis weiter chillen und ich suche weiter nach den Büchern. Orden hat nicht gesagt, dass es so viele sind. Orden? Orden? Meine... Was? Sekunde. Was ist? Robian? Ich sehe einen gottverdammten Geist. Wie kannst du noch leben? Alle halten dich für tot. Das Blaue im Bauch. Und die Blumen auch. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, wir bräuchten die roten Notizbücher. Sie dringen ein und... Oft kann ich nicht. Aber ich will. Ich muss doch.
scheinst den Kampf gegen den Bruch zu verlieren, Kumpel. Ja, aber du... Du scheinst ihn zu gewinnen. Wie? Keine Ahnung. Ich bin völlig fremd hier. Ich will nur nach Hause. Da war so ein, Wusch. Ja. Ja, ein Wusch. Ja, ich muss dorthin zurück, wo ich herkomme. Durch ein Wusch. Wusch. Du wirst ganz bestimmt wieder zurück zu dir nach Hause kommen. Wusch. Ja. Wusch. Besucher. Bleib hier. Besucher. Zeit für Tee. Ich frag mich, wer das war. In jedem Fall müssen wir vorsichtig sein. Ich kann's nicht fassen, dass Robian die ganze Zeit am Leben war. Das wird ein wahrer Schock für unser Bauernmädchen. Wir sind Soldaten von Tanta Saila. Du bist in unserem Land. Du musst mit uns kommen. Das kannst du vergessen, Bruder. Oh. Nee, das funzt nicht. Wer zum Teufel sind die denn? Verstandeslose Drohnen, die Seilertreu ergeben sind. Nicht schlecht! Es sind keine Zombies, aber ich finde sie verdammt creepy. Diese leere Hüllen sind nichts. Dicke Soldat. Nimm das! Fuck. Das hat gesessen. Yeah. Oh Gott. Wo kommen denn die jetzt alle her? Ja. Was soll denn das? Ich will doch nicht schon wieder nur kämpfen. Nicht schlecht. Gleich tut's richtig weh. Ja. Zu lang. Ja.
geh weg, du blödes Ding. Okay, wir nehmen mit, was wir können. Es ist aus, Invasorin. Wow! Shit, die Bücher! Okay, Bob. Bob, komm, wir müssen los! Eva? Alles gut? Das heißt dann wohl ja. Wir sind sie los. Er ist völlig verrückt. Ja, jenseits von Gut und Böse. Vom Bruch verdorben. Tja, Bruchbob hier ist die beste Chance, nach Haus zu kommen, also... Besorgniserregend. Ganz ehrlich, ist mir egal, was du denkst. Deine Entscheidungen gehen mich durchaus etwas an. Mitgefangen, mitgehangen, wie es heißt. Tja, der Zauber, der uns miteinander verschweißt hat, verflüchtigt sich zu Hause hoffentlich. Schade, ich lerne unser Band immer mehr zu schätzen. Kann ich nicht behaupten. Hast du was gesagt? Hä? Oh, nein, ich habe nur laut nachgedacht. Wunderbar. Ich tue das oft. Glaube ich wenigstens. Vielleicht auch nicht. Die Stimme in meinem Kopf klingt wie jede andere auch. Weißt du was? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Erzähl mir doch von deiner Heimat. Ach, meine Stadt ist viel größer als Sipor. Sie heißt New York. Oh, ach, richtig. Die kenne ich auch. Echt? Oder nicht? Der Name kommt mir irgendwie vertraut vor, wie eine ferne Erinnerung. Vielleicht nur ein Traum. Es klingt wie ein wichtiger Ort, denke ich. Hat mir vielleicht jemand davon erzählt? Warst du es vielleicht? Das wird sein, vielleicht hast du was gesagt. Ja. Der ist ja eine Riesenhilfe. Hör schon auf. In der Nähe von Sipor. Shit. Brennt das in Sipor? Ein kleines Rauchwölkchen sehe ich schon. Komm,